Der namenlose Techniker hat sich nach dem Ende der letzten sehr, sehr unfruchtbaren Episode nochmal sehr intensiv überall in den Räumlichkeiten des dritten Kapitels umgeschaut. Also ich habe mir 1 bis 2 Stunden, es war 1 Stunde, wirklich ans Bein geschmiert und angeschaut. Nochmal in jedem Raum, was da so ist, Rätselinventur gemacht. Und das war relativ fruchtarm, aber nicht ganz fruchtlos. Mir sind 2 Sachen aufgefallen. Zum einen, hier in diesem ersten Raum gibt es ja diese eine Tür. Und da stand bisher auch immer Server offline. Und jetzt hätte ich hier die Möglichkeit, einen Code einzugeben. Den ich allerdings nicht kenne. Allerdings hatte ich diese Tür auch schon wieder vollkommen vergessen. Und es riecht ja fast danach, als ob es da weitergeht. Ja. So viel dazu. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, oben im Planetarium, und der Weg ist jetzt relativ weit. Oh, der geht. Ansonsten ist mir aufgefallen, hier oben im Planetarium gibt es noch etwas, nämlich hier. Dieses Ding. Das sieht aus wie ein Scheuerlappen. Da oben hatte ich ja in dieser Stufe was gesehen und ja, hier. Das habe ich überhaupt nicht erkannt und dann habe ich durch Zufall, gerade dann später mal, in den Steam-Errungenschaften von The Eyes of Ara geschaut, wo ich ja auch noch sehr, sehr viele Dinge nicht habe. Und da ist mir dann aufgefallen, dass das hier offenbar einer Steam-Errungenschaft dient. Das ist bestimmt dieses Sitzkissen. Denn ein Scheuerlappen wird es nicht sein. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen auf dieses Sitzkissen und dann betrachtet der Techniker automatisch diese Gestirne hier oben. Und ich glaube, wenn man das 5 Minuten am Stück oder 5 Minuten insgesamt macht, das weiß ich jetzt nicht, dann gibt es eine Steam-Errungenschaft. Und weil ich keine Lust habe, jetzt hier 5 Minuten lang durchzuquatschen, bleibe ich einfach mal sitzen und überspringe das, bis die Steam-Errungenschaft kommt. Und da ist die Errungenschaft freigeschaltet, Himmelsmechanik. So, jetzt kann ich Candy Crush am Handy wieder zur Seite legen. Ja. Immerhin. Es geht in kleinen Schritten voran. Weg hier? Weg. Gut. Dann habe ich mir noch den Kopf zerbrochen zwischen der letzten Episode und dieser hier. Wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ich habe mir nochmal sämtliche Rätsel angeschaut, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Und das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass mir irgendwelche Hinweise fehlen. Denn bei allen großen Rätseln, die für die Haupthandlung nötig sind, gab es bisher Hinweise. Aber ich habe keine Hinweise. Und das Einzige, was ich hier am Planetarium, in dem es meiner Ansicht nach weitergehen muss, weil hier so viel Zeug ist, das Einzige, was ich hier an Hinweisen habe, ist hier oben auf dem Tisch diese beiden Plakate. Das Sonnensystem, die inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, habe ich mir ja schon angeschaut. Da ist das Zeichen des Merkur, das Zeichen der Venus, das Zeichen der Erde und das Zeichen des Mars.
und dann hier die äußeren Planeten. Dabei ist mir aufgefallen, dass hier auf dem Foto der äußeren Planeten die inneren Planeten nochmal drauf sind. Also hier ist das Zeichen der Erde nochmal. Hier hinten ist das Zeichen des Mars nochmal. Hier ist das Zeichen der Venus nochmal und ich meine, hinter dem Jupiter wäre das Zeichen des Merkur nochmal. Aber was will mir das sagen? Das, also hier auf diesem Zettel sind jetzt alle 8 Planetensymbole und hier nur alle 4. Vielleicht muss ich ja irgendwie nur die Hälfte. Also irgendwie die inneren und die äußeren Planeten scheinen sich zu unterscheiden. Hier anhand, ne, dieser Skizze. Der Jupiter ist der innerste äußere Planet. Ich schalte ihn mal aus. Das ist ein äußerer Planet. Ich achte jetzt mal nicht auf die Reihenfolge. Reihenfolge habe ich ja schon gemacht, das hat ja gar nichts gebracht. Mars gehört zu den Inneren, du hier, Saturn gehört zu den Äußeren. Und dann ist noch der Uranus. So. Jetzt sind nur die inneren Planeten aktiv, also da oben natürlich nicht, aber hier so grundsätzlich. Venus, Erde, Merkur und Mars, jawohl. So, und jetzt... Ich habe übrigens mal nachgeschaut, das hier ist das Symbol für die Sonne. Und das nährt meinen Verdacht, dass ich mir hier oben sowohl das Sonnensystem, das irdische Sonnensystem anzeigen lassen kann, als auch dieses obskure Sonnensystem, aus dem die Eis auf Ara stammen. Und hier kann ich es irgendwie umschalten, wenn ich einen Schlüssel hätte oder so. Also das lasse ich mal auf Sonne geschaltet, weil, ja, ne? Ist ja da oben offensichtlich, warum. Das hier sagt mir gar nichts, da kann ich auch nichts machen, da fehlt irgendwas. Und das hier mit dem Activate, das verstehe ich nicht. Ah. Hilfe! Oh, du meine Güte. Okay, es ist was anderes. Es ist jetzt hier diese Lampe angegangen. Was habe ich gemacht? Das Ding stand da. Ich habe Activate gedrückt. Da war nichts. Und dann habe ich das Ding dahin geschoben und Activate gedrückt. Und er ist reingezoomt. Er ist jetzt in das Sonnensystem reingezoomt, oder? Ja, da ist die Erde, genau. Immer noch das Sonnensystem. Merkur, Venus, Erde und Mars, die 4 inneren Planeten. Ich habe die inneren Planeten aktiviert. Aber das allein hat nichts gebracht. Ach so, das Poster ist dazu da, um einem zu sagen, was sind die inneren und was sind die äußeren Planeten. So, man muss die irgendwie separieren. Ich habe die inneren Planeten separiert. Das allein macht aber nichts. Man muss hier vorne an der Konsole was rumspielen. Und ich hatte bisher gedacht, das ist irgend so eine Art Zoom. Aber wenn das ein Zoom ist, würde es ja bedeuten, dass wenn ich reinzoomen will, der Regler hier rechts stehen müsste, weil da ist dieser Strich genau also viel größer als hier innen drin. Aber jetzt bin ich reingezoomt ins Sonnensystem und der Regler steht aber auf dem kleinen Symbol. Hä? Also das kleine Symbol ist reinzoomen oder was? Oder steht das kleine Symbol für die inneren Planeten? Das ist aber unlogisch, weil wenn ich nur die inneren Planeten aktiviere, hinten mit diesen Leuchtetafeln, und dann auf Activate klicke, dann muss er doch eigentlich schon wissen, dass er jetzt bitte nur die inneren Planeten anzeigen soll. Warum muss ich ihm dann noch dieses mit dem Schieberegler zeigen? Das ist unlogisch.
Und was macht diese Lampe? Die Sonne ist sehr groß jetzt. Das hier zeigt jetzt, das sind die inneren Planeten. Ich kann das Ding nur links oder rechts hin tun. Tja, wenn ich die inneren Planeten aktiviere und hier was machen kann, dann muss ich anhand, also ja, in Bezugnahme auf diese Poster, mit den äußeren Planeten vielleicht was Ähnliches machen können. Oder mit allen Planeten, weil auf dem zweiten Poster mit den äußeren Planeten sind ja auch die Teile, also die Zeichen der inneren Planeten mit drauf, habe ich ja gezeigt. Allerdings habe ich das ja alles schon probiert. Trotzdem, ich mache es jetzt mal genau umgedreht. Also die Reihenfolge scheint ja egal zu sein. Das heißt, Merkur geht aus. Du warst Uranus, du gehst an. Dann, was zur Hölle? Ich hatte mich gerade gewundert, was das hier ist. Das sah aus wie ein schiefes Stuhlbein. Das ist ja heute die Folge der Überraschungen. Ah. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, für welches Rätsel das ist, aber... Wieso liegt das hier? Ja, okay. Okay, es geht weiter auf alle Fälle. Venus geht aus. Erde geht aus. Ich guck doch mal hier die Ecken überall. Das ist Saturn, der geht an. Da ist nix. Mars geht aus. Und Wassermann, vielmehr Neptun geht an. So. Ach, Jupiter natürlich auch. Die Ecken sehen nicht komisch aus. Ja, jetzt habe ich die äußeren Planeten an. Das sind genau 4 wieder. Jawohl. So, und jetzt... Ja, jetzt innen oder außen? Ist auf ein paar außen. Jetzt lässt er irgendwie die inneren Planeten offenbar weg. Jetzt stimmen aber die Größenverhältnisse irgendwie auch nicht mehr so richtig. Der Jupiter sieht größer aus als die Sonne und das ist nicht ansatzweise der Fall. Ach, und jetzt brennt hier die zweite Lampe. Und wenn ich die dritte Lampe habe, dann... Oh, wie mache ich jetzt die dritte Lampe an? Vielleicht jetzt alle ausmachen und dann auf das andere umschalten. Weil die Planeten, die ich jetzt hier aktiviert habe, gehören ja nicht zu diesem ARA-System. Also müssen die alle aus. Also die Planeten, die ich hier anmarkere, die werden mir hier gezeigt. Jetzt habe ich keine angemarkert und schalte um auf das andere System und dann... Gar nichts.
Sonnensystem? Also ich verstehe das Rätsel immer noch nicht. Was soll ich hier machen und wie steht das in Wechselwirkung zueinander? Also es ist mir ein Rätsel nach wie vor. Ja, jetzt kann ich nochmal alle anschalten. Wobei, das habe ich doch gemacht, die Übung mit allen angeschaltet haben und dann davon Activate irgendwas links und rechts. Oder habe ich das nicht? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass ich das so gemacht habe. Das wäre ja, wenn dann in der letzten oder vorletzten Episode gewesen. Zeigt er wieder alle. Okay. Das ist logisch. Jetzt ist wieder der Urzustand hergestellt, der mir aber nicht das dritte Licht bringt. Und jetzt? Vielleicht brauche ich jetzt diesen Schlüssel hier oder dieses Ding. Und ich habe ja hier jetzt dieses Puzzleteil gefunden. Also ich habe jetzt keine Kombinationsmöglichkeit mehr, die mir logisch erscheint. Ich kann jetzt natürlich anfangen. Wobei eins wäre natürlich mal interessant. Ob er auch einen einzelnen Planeten einem anzeigt. Also die Erde lasse ich mal. Nehmen wir alle anderen weg. Das wäre ja nicht ausgeschlossen. Ich habe bisher immer 0, alle oder 4 Planeten mir anzeigen lassen. Er könnte vielleicht auch einen einzelnen anzeigen. Und wenn ich dann irgendwie reinzoome ganz tief, dann in diese Planetenbahn, dann, keine Ahnung, fällt da vielleicht irgendwas um oder so. Achso, jetzt die Erde lasse ich an, genau, richtig, die Erde, so, und jetzt, achso, ist er hier, halt, zurück. Das da. Nee. Auch nicht. Also wenn es mit der Erde als einzelnen Planeten nicht geht, dann geht es mit den einzelnen Planeten wahrscheinlich überhaupt nicht. Denn ich wüsste nicht, mit welchem einzelnen Planeten es funktionieren sollte. Ich kann es jetzt natürlich durchprobieren, aber ich habe keinerlei Hinweis bekommen in diesen ganzen Texten hier, dass es jetzt mit der Venus einzeln gehen sollte oder mit dem Uranus einzeln. Ich habe deswegen die Erde ausgewählt, weil das hier ja alles auf der Erde spielt und hier das Symbol für das Sonnensystem ist. Und ja, irgendwie diese Ara-Augen von wo auch immer her zur Erde gekommen sind. Deswegen dachte ich, wenn, dann die Erde. Aber nee. Also ich bin jetzt ratlos, wie ich dieses letzte Ding da aufleuchten lassen soll. Ich kann jetzt natürlich wild durchprobieren. Aber einen Planeten aus dem Inneren und einen aus dem Äußeren, aus der äußeren Hälfte zu nehmen, das ist auch unlogisch, weil wie soll er dann zoomen? Ich könnte Jupiter nochmal probieren, weil der hier der Erde gegenüber liegt, aber... Oder erstmal mit beiden. Also jetzt habe ich einen inneren und einen äußeren. Das sollte nicht funktionieren. Das würde mich jetzt überraschen. Was? Was?
so den Jupiter? Nee, das war gar nicht Jupiter. Jetzt sind wir erst im Sonnensystem. Ich habe gerade ein Rätsel gelöst und habe nicht die geringste Ahnung, wieso diese Lösung richtig war. Versteht es? Also, versteht ihr das? Und wieso ist jetzt hier... Ach, weil jetzt die inneren Planeten... Ja. Also, das schien gerade die Reise zu sein, die die Eyes of Ara gemacht haben. Die sind von irgendwo aufgebrochen und das war nicht die Erde. Aber das war ein System aus zwei Planeten. Und das tauchte auf, nachdem ich die Erde und den Jupiter aus einer Intuition heraus, genau diese beiden, hier aktiviert habe. Aber warum denn Erde und Jupiter? Wo ist denn der Hinweis, dass ich die Erde und den Jupiter, das war jetzt purer Zufall, ich hätte auch sagen können Erde und Mars oder so. Weil das Symbol hier so groß ist, oder was? Das war das Erdsymbol von den Symbolen der inneren Planeten, die hier nochmal dargestellt sind, jetzt hier irgendwie am größten ist? Aber das kann ich doch gar nicht beurteilen, weil ich sehe doch kaum, wie das Symbol des Merkur ist. Soll das hier irgendwie der Hinweis gewesen sein? Das wäre mega vage. Das würde auch nicht zu den anderen Hinweisen passen, die ich bisher hier im Spiel hatte. Aber was dann? Ich bin völlig überfragt, ehrlich. Ich muss hier nochmal was machen. Ich kann hier immer noch was tun. Und da, ja. Okay, da kann ich hochgehen. Mache ich aber nicht, weil ich noch dieses Puzzleteil habe. Und da weiß ich, wo das zu benutzen ist. Und ich habe jetzt zwar durch Zufall ein Rätsel gelöst, das ich mir immer noch nicht erklären kann. Aber so ist es manchmal bei Rätselspielen. Manchmal tippt man einfach irgendwas ein, probiert irgendwas aus und dann passiert was, obwohl man noch gar nicht an der Stelle ist, wo man gedanklich hin will, sondern nur irgendwie gerade was eingestellt hat und dann hat man die richtige Lösung gefunden. Das ist manchmal so. Das gehört dazu, dann ist es mir halt jetzt hier passiert. Wer eine Erklärung dafür hat, warum das jetzt richtig war, der kann das bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine. Und wollte jetzt dieses Teil nochmal ausprobieren, dieses Puzzleteil. Wo ist mein Inventar eigentlich? Da. Hier unten. Das hatte ich bei meinem Rätsel-Inventurlauf nochmal gefunden. Hier kann man irgendwas drehen und es passiert nichts. Das hier hat was, was da oben reinpasst. Und ich kann es... Ja, vermutlich da oben reinsetzen. Geh mal weg. Ja. Nu? Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Mal gucken. Das hier ist ja symmetrisch. Da oben ist so ein Puppel. Da unten sind zwei Füße und dann geht es hier so treppenstufenartig links und rechts runter, so wie das aussieht. Das hier ist... nicht symmetrisch. Ich habe ja auch so eine Art Kopf. Das da. Aber unten ist da so eine Treppenstufe und links und rechts sind so zwei komische Dinger. Ich habe jetzt hier 4x4. Ich habe 16 Möglichkeiten. Was hier sein kann. Ich kann ja auch nichts drücken. Moment, scheiße. So, fangen wir an. 1, 2, 3, 4, passiert nichts. 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 1, 2
3, 4. Passiert nichts. Also ich habe jetzt alle Kombinationen durch. Das spricht dafür, dass man vielleicht noch irgendwas jetzt hier oben drauf stülpen muss. Man kriegt dann vielleicht irgendein Teil, das man dann im Inventar hat, kann man dann rumdrehen. Dann sieht man hinten irgend so eine Form und dann muss man das hier so drehen, damit das hier zack drauf passt. Also so ähnlich wie das allererste Rätsel in Quern, falls ihr euch erinnert, für diejenigen, die das Let's Play mitverfolgt haben. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten weiß ich nicht. Ja gut, das heißt, es kann jetzt in dem Raum weitergehen, den ich neu entdeckt habe durch Zauberei. Und der ist immer noch da oben. Über dem Planetarium. Jetzt sind die inneren Planeten aktiv. Naja, gut. Ja, da geht's rauf und da gehe ich auch rauf. Aber erst im nächsten Teil. Hihi, bis dahin.